Okay, ein Badehaus und eine Kirche. Dazu muss ich aber erstmal halt warten. Ich habe nur ein Steinmetz. Ja, also wie gesagt, ne, das ist halt hier einfach die super Dämlichkeit. Ich hätte halt hier und hier einen hingesetzt. Das mache ich vielleicht sogar jetzt. So, komm, weg. Ah, okay, geht nicht so einfach. Ja, geht nicht. Aber, okay. Das war jetzt doof, dass ich das gemacht habe. Wie gesagt, die Fischerhütte will ich eigentlich eh nicht mehr haben. Die eigentlich auch nicht. Ja gut, komm, die lassen wir noch. Dann machen wir halt die wirklich hier neben ein. So, das müsste genau passen. Naja, fast. Okay. Ist egal, wir haben jetzt zwei Steinmetze. Das war jetzt auch ein bisschen doof. War jetzt wieder Ressourcenverschwendung von mir, weil ich hier nicht dieses Eck... Das Eck habe ich zu spät gesehen. Das habe ich erst gesehen, als ich das Haus abgerissen hatte. Aber im Prinzip ist das halt wirklich... Hätten sie auch ein bisschen weiter nach oben schieben können. Ist jetzt halt ein bisschen genau das, was ich halt sinniger finde. Wir setzen hier vielleicht noch einen Platz hin. Effizienz ist hoch genug. So, der Punkt ist einfach der, dass wir schneller und mehr Steine bekommen. Wie gesagt, das ist genau das, was ich an anderen so mag. Es ist halt einfach ein super entspannendes Spiel. Man hat schon so ein bisschen Leerlauf immer mal wieder. So wie jetzt halt, wo man halt drauf warten muss, dass sich die Ressourcen wieder aufstocken. Und so, und meistens ist man ein bisschen zu ungeduldig und meistens erwartet man, dass es alles schneller geht. Okay. Ich würde mal mein Verkaufskontingent ein bisschen höher schalten von diesem. Ich geh mal auf 60. Einfach damit ich noch die Möglichkeit habe zu reagieren, wenn ich halt doch wieder noch mehr Lebensmittel brauche. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen schnupfelig. Ich weiß nicht so genau warum. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Ja, 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 ja. Okay, die Feuerwehr ist schon unterwegs. Das ist alles gut. So, bilanztechnisch ist alles gut. Wir müssen jetzt halt wirklich aussitzen, dass unsere Bürger jetzt halt massiv expandieren wollen. Und ich würde halt wirklich gerne darauf warten, dass alle Bürger, die halt Bürger werden wollen, also alle Einwohner, die Bürger werden wollen, wirklich Bürger werden, bevor ich halt den nächsten Schritt gehe und die Kapelle und so dahin setze. Wie gesagt, das dauert jetzt einfach ein bisschen Zeit. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das nicht wegschneide. Da hole ich mir mal ein Zettelchen. Dann kann ich hier nämlich eine Zeit aufschreiben. Das Zettelchen ist ein bisschen ungeschickt. Vielleicht soll ich bei mir auch mal Licht anmachen, damit ich ein bisschen mehr... Das Zettelchen ist gut. Ich recycle immer so Zettelchen und deswegen suche ich nach Rückseiten und sowas. Das ist alles. So, das heißt, ich schreibe mir mal eine Zeit aus. Ab der ich dann halt mal für mich ein bisschen weiter spiele und euch dann wieder einsammle.
wenn irgendwas Dramatisches passiert. Oder wie sagt man das? Oder wir eben den Zustand erreicht haben, ab dem ich dann sinnvoll weiterspielen kann und möchte. So, genau, in diesem Sinne erstmal Cheerio. Cheerio mit O, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao. So, da sind wir also wieder. Was ich jetzt langsam, also ich habe jetzt so ein bisschen die vor sich hinwuseln lassen, was ich jetzt langsam feststelle, ist, die Nahrung geht langsam zur Neige. Und die Gewürze auch und die Stoffe sind auch grenzwertig. Das heißt, wir würden da jetzt noch jeweils ein bisschen was hinbauen. Gewürze würde ich vielleicht da unten sogar zwei so Teile machen. Wir haben da so ein geiles Feld, das könnte man eigentlich fast zu kleistern. Wenn wir das einmal machen, so, dann müssten wir hier noch ein bisschen hoch. So, das wäre eins. Ach ja, was ich dazu vielleicht machen sollte, wäre das da. Wir wollen ja langsam wachsen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, eins. Es könnte passen. Nein, passt nicht. Ganz knapp nicht. Aber wir können dich theoretisch auch... Also wir können hier hinten beliebig ausarten. Beliebig eskalieren. So, wir können theoretisch da lang. Und dann können wir da oben hier einen hinhaben. Oder so sogar. Also der eine wäre da vielleicht gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So, hier einen hin. Dann können wir da einen Weg hochziehen. Und dann würde ich das sogar direkt anschließen, weil es dann näher ist. So, dann machen wir das. Da bauen wir erstmal ein Gewürzfeld hin. So, 2, 3, 4, 5, 6. Bam, müssen wir nicht mal den Baum wegmachen. Bam. Und bam. So, dann gibt es hier für mich erstmal einen Weg, nämlich 1 und 2. Und dann lustig hier runter. So. Die Steine brauche ich dann natürlich nochmal. Das ist klar. So, und das bedeutet jetzt eigentlich für mich, wie setze ich da den nächsten sinnvoll hin? An Stoffe darf ich nicht vergessen. Oh, Stoffe kann man da hinpacken. Da kann man Schafe hin tun. Einmal. Vielleicht auch nicht. So, hier können wir theoretisch Schafe hin tun. So, vielleicht sogar. Ja, ob das jetzt die zwei sind oder die drei. Nee, dann sind es hier drei. Dann sind es hier nur zwei. Das wäre so viel sinnvoller. Und mich halt da ein bisschen stören würde, wäre, dass sie nicht beisammen sind. Vielleicht wäre es so sinnvoller und dann so. Ja. Gut, schauen wir mal. Jetzt ist erstmal die Prämisse, die Gewürze aufzubauen. So. Das heißt, wir schnappen uns den nächsten Gewürzzweig. Ah, der wäre ja so, das wäre ja easy peasy. Und dann würde ich mal sagen, hier, der könnte man auch dahin. Und dann müsste hier hinten noch einer. Der wäre so, das wäre total einfach. Der wäre einer zu viel. Dann würde ich den vielleicht so, dann haben wir ein Feld, das wir nicht bedienen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und natürlich da rein. Das heißt, es würde passen. Dann hätten wir ein Feld, das wir halt nicht bedienen. Das ist ja halb so wild. Aber wir hätten die Fläche da hinten halt gut ausgenutzt. So. Wir können natürlich auch noch, warte mal, wir können natürlich auch noch für den Anfang so gehen. So. Das wäre dann nämlich gut, den und den. Auf diesem Feld hier kann ich ja wirklich nur Gewürze machen und halt Schafe und so Zeug.
Wobei ich da hinten halt gucken muss, ob ich die nicht ein bisschen besser organisiere. Ja, die sind ja gerade ein bisschen doof gelegen. So, aber ich würde auf jeden Fall dann mal hier sagen, wir bauen da jetzt mal Gewürzfelder hin. So, das war ja der hier. Das heißt 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Der da. Oh, der da. Und dann wäre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Von mir aus. So rum. 1, 2, 3. Ah, okay. Und 1, 2, 3 und 4. So, das heißt, der hier war sogar zu viel. Die können wir wieder wegmachen. Den da, den da, den da und den da. So, dann passt das da gut rein. Können wir hier... Jip, jip. Und zack sagen. Das hier wird halt ein bisschen spannender. Also das ist jetzt eine super effiziente Lösung gewesen. Das heißt, wir haben schon zwei Felder unnötigerweise verloren. Aber so ist es jetzt halt. So, und dann könnten wir den dritten, also den Enten, so dahin. Das würde genau passen. So, dann bauen wir da doch auch schon mal das Gewürzfeld hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rein da. Und 1, 2, 3 und 4. So. Dann würde da das Gewürzfeld draufkommen und das würde auch genau passen. Das ist perfekt. So, die da oben, die können noch. Gut, dann würden wir mal über Schafe nachdenken wollen. Oder vielleicht sogar über noch mehr Lebensmittel. Sogenannte Lebensmittelfarmen. Dann könnt ihr nämlich da Fleisch hinsetzen. Einmal Fleisch, zack, zack. Also einmal Fleisch. So, ja. So. Und dann 1, 2, 3, 4. Also einmal Fleisch. 1, 2, 3, 4. Nochmal Fleisch, das wird da fast hinpassen. Könnte man hier sogar nochmal ein Fleisch hinpacken und da hinten sogar auch nochmal ein Fleisch hinpacken. Dann hätten wir quasi mehr und dann können wir die hier wegreißen. Dann können wir da oben nämlich Schafe hinsetzen. Ob das jetzt so viel besser ist, da Schafe und da irgendwie Schafe. Also es wäre hier so Schafe und hier so Schafe. Ich glaube, das könnte passen. Der Clou ist halt einfach der, wir sparen dadurch einfach, naja, wie sage ich denn das? Ich meine, hier passen auch Schafe hin. Da passen halt auch Schafe hin. Die Schafe brauchen halt mehr Fläche. Und das hier ist halt nicht ganz so clever mit den Schafen hier, sondern die werden da viel besser aufgehoben. So, ich sollte mal gucken. Oh, Lebensmittel sind wichtig. Das heißt, wir fangen jetzt wirklich mal an mit den Lebensmitteln hier. Bin ich ja froh, dass ich die Fischer nicht abgerissen habe. So. Zack und zack. Das passt nämlich hier exakt rein. So. Dann würde ich da wirklich da einen Metzger hinsetzen. Machen wir erstmal hier den Steinweg. Apropos, zack. Zack. Und dann kämen da Metzger hin, allerdings erst, wenn die Rinder wieder zurückgelaufen sind, weil so vorher lohnt sich das nicht. Ja, Tabak kriege ich immer mehr, den kriege ich gar nicht verwurschtelt. So, Gewürze sind noch grenzwertig. Stoffe machen mir gerade so ein bisschen Sorgen.
Aber Lebensmittel ist gerade wirklich das drängendste Problem. Hier oben müsst ihr noch irgendwelche Sachen hinpacken. Da könnte ich eigentlich noch so eine Tabakplantage hinsetzen. Dann würde ich die da oben, also so eine Tabakmanufaktur, dann könnte ich die da oben nämlich entsorgen. So, habt ihr schon eine Tonne? Nein, habt ihr noch nicht. Ich auch noch nicht. Gut, Die Pest sucht eure Siedlung heim. Oh Gott, nein. Das heißt, ich brauche jetzt wirklich einen Arzt. Okay. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Der ist auch nicht sehr clever platziert, muss ich gerade sagen. Aber war jetzt halt erforderlich. So, dann können wir hier noch einen Straßenplatz hinmachen. Zack und zack. So, was ist mit dir? Ja, du brauchst eine Schule, habe ich verstanden. So, jetzt baue ich auf jeden Fall eine Fleischerei. Diesmal sollte ich vielleicht die richtige bauen und nicht so pennen, wie sonst immer. Ein Brand vernichtet eure Häuser. So, sehr schön. Dann sollten wir unsere Lebensmittelprobleme erstmal wieder ein bisschen in den Griff bekommen haben. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Also gerade passt's aber, hey. Gerade passiert hier ganz schön was. Ja, gut. Spielstand gespeichert. Die freuen sich gerade nicht so, dass sie, keine Baustoffe kriegen, oder? Ich bin jetzt nämlich am überlegen, ob ich jetzt doch schon eine Kirche hinsetze. So. Gewürze, ja, die Gewürze sind halt echt grenzwertig. So, dann würde ich jetzt erstmal die Gewürzplantagen bauen. Natürlich immer erst die näheren. So. Eine. Da würde ich dann ganz gerne auch schon mal die Straße reinbauen. Eins. Zwei. So, da oben könnte ich schon eine hinbauen, aber dafür habe ich noch nicht genug Steine.